Teil seiner göttlichen Macht gegeben. Jetzt wirst du sterben. Wer sagt's denn? Geht doch. Gibt's jetzt irgendwas Besonderes bei denen? Nur Gegengift oder was? Surus Order. Ach so, ja. Okay. Ja, Hate hat ja göttliche Macht von Innos erhalten, durch das Auge Innos und sowas. Und diese klitzekleine Macht, die nutzt Innos, um den Hate auf seine Seite zu ziehen. Und, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Kriege ich überhaupt noch ein Level up hin? Oh ja, 500 Erfahrung. Ich krieg tatsächlich noch ein Level up hin. Ha, wie nice. Ja, und diese göttliche Macht macht halt sich Innos zunutze. Im Helden. Aber auch in anderen Menschen. Die Menschen bekriegen nämlich wieder die Orks. Ja, und das merken Xardas und Hate im unbekannten Land. Und Hate stellt sich gegen Xardas und verlässt das unbekannte Land. Und dann kommt die Geschichte aus Götterdämmerung. Das ist der erste Weg. Götterdämmerung, dann kommt Arcania, Arcania Fall of Zeltarif. So kennen wir die Geschichte. Die Geschichte, die keiner mag und keiner kennen will, aber jeder kennt. Genau, ganz kurz, aber danach direkt so gut wie online wieder. Also ich ändere den Titel des Spiels, das ich dann spielen werde. Und ja, dann komme ich auch wieder online. Ich sag mal eine Minute ungefähr. Ich warte dann auch ein bisschen. Also bevor ich dann direkt loslege, da warte ich dann so eine Minute. Ein fucking Troll. Dich wird niemand vermissen. Da ist mein Level up. Geh weiter, Xardas. Ignoriere das durch. Ach so. Okay. Habe ich verstanden, was du meintest. Xardas, ich könnte dich jetzt so wegballern. Warum töte ich dich nicht eigentlich? Dann ist deine göttliche Macht doch auch weg. Und ich gehe einfach so durchs Portal. Nee. Ja. Also das ist der erste Weg, der gegangen werden kann. Innos ist natürlich immer noch tot, aber hat halt diese Macht ausgenutzt, die im Helden dann noch übrig ist. Götter sind trotzdem vernichtet, pipapo. Der Kampf wird nicht lange dauern. Ja. Die Orks sind natürlich auch sauer, auch Xardas, warum auch immer. Und dann gibt's den zweiten Weg, der inoffizielle Weg, den nicht alle kennen. Und zwar gab's mal so von Piranha Bytes zur Entwicklungszeit von Risen ein kleines Video. Das hatte nur einen Text, der geschrieben war, aber noch nicht vertont war. Da hieß das Projekt auch noch nicht offiziell Risen. Und da hatten sie auch noch nicht die Rechte an Gothic verloren, an Jowood. Oder Spellbound oder was weiß ich. Ja, man könnte noch durch die Welt gehen und Viecher töten. Das ist quasi sowas wie ein Endless Spawn. Ich reiß dir den Kopf ab.
Geflohener Mörder. Dein Ernst? Hier gibt's auch immer einen Respawn, also von daher kann man da auch durch die Welt gehen. Armselige Kreatur. Ja, und dieser inoffizielle Weg, wie gesagt. Ist dann der zweite Weg, den ich ab hier sehe. Also, sobald ich ins unbekannte Land gegangen bin. Fuck! Xardas, tu was. Ich hab keinen Mana mehr. Sehr gut. Ich heil mich. Armselige Kreatur. Ja. Und kommen wir zu diesem Intro. Dieses inoffizielle, bevor Risen entstanden ist. In diesem Intro wurde gesagt, was denn jetzt passiert, da wo die Götter tot sind und sie durch das unbekannte Land reisen. Dir werde ich helfen. Ah. Fuck. Ah. Ah. Nein, 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 nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Ah. Nicht töten. Ah. 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 Das gibt's nicht. Oh, ein Glück. Ein Glück. Puh. Ich muss nicht ganz von vorne anfangen. Oh, ein Glück. Danke, Menlos. Danke. Was kommt auch dann in dem Punkt der Oger? Er wollte schön den Oger von Weitem mit einem schönen Zauber attackieren, hab den falschen Zauber ausgewählt, ist natürlich dann die Eislanze und dann wird auch noch voll der Xardas erwischt. Also entweder hätte mich Xardas getötet oder der scheiß Oger. Spät ist es jetzt eigentlich, 19 Uhr, okay. Also kommen wir wieder zurück zu diesem Intro, was Piranha Bytes da gemacht hat, als sie noch die Gothic-Rechte hatten und Risen noch nicht Risen hieß. Wie gesagt, da ging es halt darum, Held und Xardas gehen ins unbekannte Land. Und Held fragt Xardas, ja, was passiert denn jetzt? Sind die ganzen Monster weg? Hier waren noch Orks. Sind die jetzt nicht da? Und Held fragt Xardas, ja, was passiert denn jetzt hier mit der Welt, wenn die Götter nicht mehr da sind? Und dann sagt Xardas, die Götter haben eigentlich eine viel ältere und mächtigere Macht versteckt oder in Zaun gehalten. Und diese, die wird jetzt freigesetzt. Dadurch, dass die Götter getötet wurden. So, diesmal vorher den Mana-Trank. Warum waren denn hier keine Orks? Jetzt ist der Mörder wahrscheinlich auch weg, ne? Ja. Der Mörder ist auch weg.
Ah, dafür ist der Hörstar. Ja. Okay. Die Titanen. Genau. Damit waren die Titanen gemeint. Und das ist für mich halt der zweite Weg. Ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt mit... ja, wie nenne ich das jetzt? Zeitreisen und Dimensionswechsel. Also Xardas und Trübe gehen ja in eine andere Dimension. Und deswegen kann es auch wirklich vorkommen, dass zwei Paralleluniversen Paralleluniversen entstehen. Wer sich da mal eingelesen hat, der versteht jetzt, was ich meine. Sobald man zum Beispiel in eine Welt geht, in der die Zeit ein bisschen anders ist. Das ist natürlich alles Theorie. Der Ogre ist auch weg, oder was? Ja, natürlich ist der Ogre weg. Klar, kenne ich von Stargate. Ja, super. Genau so ist das gemeint. Und deswegen sage ich, ab Gothic 3, Ende, unbekanntes Land. Mach den Tod. Töte ihn. Danke. Um dich ist es nicht schade. Richtig. Und deswegen, ab Gothic 3, wenn man in das unbekannte Land geht, teilt sich der Weg auf. Dann gibt es zwei Paralleluniversen. Einmal den mit Innos, wo er König König Robe der Dritte wird. Und einmal die Version mit Risen, wo der Frieden anhält. Mehr oder weniger. Und dann die Titanen kommen. Ich finde zum Beispiel Arcania gar nicht so schlimm. Ich bezeichne es nicht als Gothic mehr und auch nicht als RPG. Ich bezeichne es mehr als Hack and Slay mit RPG-Elementen. Richtig, es gibt auch unendlich viele Dimensionen. Und Arcania finde ich gar nicht so schlimm. Was ich viel schlimmer finde, ist Götterdämmerung. Boah, ist das Spiel scheiße. Ist zwar Gothic 3, alter Hate, aber oh, unglaublich scheiße. Unglaublich nervig. Action-RPG. Nee, mehr ein Hack'n'Slay mit RPG-Elementen. Aber wie gesagt, Gothic 3 finde ich schlimmer, weil die haben die Steuerung, also das Kampfsystem. Sobald du doppelt irgendwo drauf drückst auf die Vordertaste oder so, macht der einen Sprung nach vorne. Ich zeig das mal eben. Ich habe jetzt zweimal, wie man sieht, kann ich auch im Kampf nach vorne oder nach hinten. Und da wechsle ich nämlich manchmal schnell. Und wenn ich einen Doppelsprung in Götterdämmerung mache oder Doppeltaste, dann macht der so einen Scheißsprung, dann macht der irgendeine Scheißanimation. Dann macht er so einen Sprung, das ist so eine Animation. Und die Animation kannst du nicht ausschalten. Das ist quasi wie damals im Gothic 3 ganz normal. Also ungepatchte Version mit dem Armbrust-Bug. Der hat die Animation ausgeführt und er kam auch nicht mehr da raus. Und so ungefähr ist das mit diesem Sprung gewesen. Boah, der ist so nervig. In Götterdämmerung. Ja, was du jetzt meinst, sind RPG-Elemente, das ist richtig, aber das sind eher RPG-Features. RPG-Elemente ist sowas wie ein Skilltree, den es halt da eben gibt. Den Skilltree. Och, hast du dich jetzt an der Wurzel aufgehangen? Ist das jetzt dein Ernst? Geh weiter.
Ich finde das ja auch witzig, ne? Die sehen einfach so Xardas, wissen, dass Xardas dafür verantwortlich ist, dass der Krieg, dass die Orks den Krieg gewonnen haben und lassen den einfach laufen. Wie spitzfindig. Ja. Ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber ja. Ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. So schlimm ist meine Erinnerung. So, wir sind auch fast schon da. Ist das nicht nice? Und das hier ist die Melodie Vista Point. Ich finde die so hammer nice. Aber Vista Point Reprise finde ich sogar noch einen Ticken besser. Man kann auch sagen, Vista Point... Ja. Gerade hatte ich das Akustikversion, kann man eigentlich sagen. Weißt du was? Ripper, du stirbst. Aber was ich hier in der Content-Mod gut finde, ich habe so einen Magieschutz. Der ist so mega nice. Der funktioniert zwar noch nicht ganz richtig, aber er ist schon mal das Alter. Das Alter? Hä? Wie spitz finde ich das Alter? Ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst. Habe ich Alter gesagt? Ich habe keine Ahnung mehr. Oder das Alter, dass ich vergesslich werde. So alt bin ich noch gar nicht. Nicht so alt wie Marcello. Aber alt. Nee, überhaupt nicht. Bin eigentlich relativ jung. Erwachsen, aber noch jung. Ein junger Erwachsener. Die Leute gucken mich wenigstens nicht mehr so komisch an, wenn ich... Das meine ich aber auch. Und gleich haben wir es geschafft. Ich bin eh der Älteste hier. Ja, ich glaube, das glaube ich dir sogar. Nein, das Alter bezog sich auf deine Aussage, dass du nicht mehr wusstest, was du eben sagtest. Jo. Fanatischer Paladin. Und wahnsinniger Paladin. Größe ist eben nicht alles. Nee, das war ein anderer Satz. Noch ein Paladin. Nein, 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 nein. Ja, das meine ich, dass es ein bisschen buggy noch ist. Kann ich vielleicht ins Inventar switchen? Nein, nicht. Kann ich vielleicht einen anderen Zauber? Ja, geil. Kannst du mich mal eben schlagen? Danke. Warum kämpfst du eigentlich... Du schlägst mich? Na, was? Mit dem Stab. Ich hab's noch nicht verlernt. Oh Gott, nee. Wenn ich morgens so wie im Spiegel aussehe und das mein Alter wäre, nein. Ich hab keine Lust mehr auf Schule.
Wir sind da. Es ist Zeit, das Portal zu öffnen. Dann heißt es jetzt wohl Abschied von der Welt nehmen. So ist es. Wir verlassen die Welt. Aber das unbekannte Land erwartet uns. Aktuell. Alle habe ich noch ein paar, aber Hauptmissionen habe ich keine mehr. Ja, dann würde ich sagen, war's das? Ich mache hier den Save. Nummer 22, also 21 Folgen haben wir gemacht. Und wir haben es mit Xardas geschafft. Tor aktivieren. Tor öffnen. Öffne das Tor zum unbekannten Land. Lass uns diese Welt für immer verlassen. Lass uns diese Welt für immer verlassen. Auf ins Paralleluniversum. Genau. Quick Save. Ach ja, bevor ich das vergesse. Alle. Erfolgreich. Gescheitert. Machen wir erstmal gescheitert. Kopfgeld Prager. Ich habe ja die Städte befreit. Dann jede Menge. Also wen das interessiert, der kann jetzt... Der kann jetzt auf Pause machen. Und sich das immer angucken. Ich scroll jetzt hier mal runter. Das sind die ganzen Hauptmissionen. Ich habe es ja schon gezeigt, was ich alles gemacht habe. Zack, 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 zack. Also ich habe ja fast überall 100 Ruf, außer ein paar Städten. Da habe ich halt irgendwas verkackt oder nicht gemacht. Ich weiß es halt nicht mehr genau. Und ja. Aber wen es interessiert, ne? Das sind so die Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe wirklich so gut gemacht, also gut wie möglich jede Mission gemacht. Ja. Aktuelle habe ich halt noch hier. Öffne das Tor zum unbekannten Land. Ja, das ist klar. Befreie Geldern von den Orks. Finde das Geheimnis des Druiden Runak. Der Krieg sehr umbrackt für den Tod vom Rebellenanführer. Töte den laufenden Sklaven aus Sinn. Plündere die Burg Tredis. Die hatte ich verkackt, weil ich die Truhe mit einem Zauber geöffnet habe. Meine Gesamtspielzeit, ja. Die müsste man hier sehen. Nee, sieht man nicht. Man sieht nur, wie viele Tage in-game ich da war. Aber Gesamtspielzeit... Kann man die sehen? Wenn ich auf Spiel laden drücke? Nee. Nee, kann man leider nicht sehen, glaube ich. Unter Logbuch auch nicht. Das ist mein Ruf. 135, 51, 100, 34, 100. Also man hat gemerkt, ich habe hier sehr neutral gespielt. So, das sind dann die Waffen, die ich habe. Die Rüstungen. Die Zauber und magischen Gegenstände. Wie gesagt, einfach auf Pause drücken, wen es interessiert. Tränke, Pflanzen und die ganzen Sachen. Das sind die Kampftalente, Diebestalente, Alchemie, Giftresistenz habe ich gelernt, Akrobatik habe ich durch diesen Sprung gelernt. Das wollte ich auch unbedingt lernen, habe ich fast nie genutzt. Ja, sieht man leider nur bei Gothic 1 und 2. Ja. Feuer auf Magier gegangen, halt Wassermagier, ne? Feuermagie, Beschwörungsmagie, also einmal Feuerball, einmal den Blitzschlag und dann hauptsächlich Wasserzauber. Die ganzen Bücher habe ich alle vorgelesen. Weltkarte, wir befinden uns hier. Elixiere, da habe ich nur das Elixier der Elemente hergestellt, weil es einfach Max Mana plus 20 gibt. Nicht das Schwert der Elemente, das brauchte ich dann nicht. Das hier. Weil, wofür? Wir sind Magier.
Ja, und das war's. Und jetzt würde ich sagen, nicht mehr lange fackeln und ab geht's. Na dann, auf geht's. Wir öffneten das Portal zum unbekannten Land und verließen diese Welt für immer. Was auch immer uns erwartet, ist eine andere Geschichte. Die königlichen Truppen und die Paladine werden wieder zahlreich werden und an Macht, Stolz und Stärke wachsen. Lange Jahre trachtete Lee dem König nach dem Leben, wegen des Verrats, den Roba an ihm begangen hatte. König Roba ist tot. Jetzt endlich ist Lees Rache an ihm vollendet. Lee wird nun General der Armee. Seine starke Führung wird die zersprengten menschlichen Truppen wieder vereinen. Sein Krieg gegen die Orks wird erst enden, wenn die letzte Stadt von den Orks befreit ist. Oder Lee den Heldentod sterben wird. Gorn wird auf eigene Faust weiter gegen die Orks kämpfen. Allein nur sein Name wird die Orks das Fürchten lehren. Die Herrschaft der Orks wird noch viele Jahre halten. Khan lässt sich als Eroberer des Orkischen Reichs feiern und ernennt sich selbst zum neuen König von Myrtana. Torus findet ein letztes Tor, das er bewachen wird. Das Tor zur Wüste Varant. Er wird Statthalter von Treles und wird der einzige menschliche Feldherr sein, dem die Orks bis in den Tod folgen. Aber zu guter Letzt werden die Orks lernen, mit den Menschen in Frieden zu leben. Die Überlebenden des Krieges kehren zurück in ihre Städte und Länder. Dem Königreich der Menschen blüht eine lange, friedliche Zeit. Ich habe Varant von der Herrschaft der Assassinen befreit. Saturas, der Wassermagier, führt die Nomaden auf eine lange Reise. Und sie folgen wieder dem Weg des ewigen Wanderers, wie es ihre Vorväter taten. Diego wird der reichste Mann der Welt sein. Er hatte immer ein Geschick für gute Geschäfte. Im Schutz der Mauern von Mor'Azul wird er sein großes Handelsimperium errichten. Lester hat endlich seine lang ersehnte Ruhe in Braga gefunden und verwandelt den heißen Wüstensand in ein ertragreiches Ackerland für sein Sumpfkraut. Angar ist des Kämpfens müde und findet ein ruhiges Leben in Abgeschiedenheit, in den Ruinen von Varant. In den Bergen von Nordmar geht bald alles wieder seinen gewohnten Gang. Die Barbaren haben das Land ihrer Ahnen endlich wieder zurückbekommen. Es wird still werden in den weißen Bergen von Nordmar. Milton bleibt im Kloster und studiert die Schriften des alten Volkes. Als grauer alter Mann wird er der Weiseste der Weisen sein und das alte Wissen an seine Schüler weitergeben. Es wird noch einige Zeit vergehen, bis er einsieht, dass meine Entscheidung richtig war. Tja, und Laris? Nun, ich bin sicher, er wird immer dort sein, wo es was zu holen gibt. Naja, war das alles? Wir werden sehen. Nur eins ist sicher. Alles wird gut. Ja, das ist quasi eine Vision, die er hatte. Der gute Held. Das wird ihm versprochen, dass das so passiert. Und so kann es sein, dass es auch passiert. Der Schläfer hat es ihm gesagt. Ja, das war Gothic 3. Mit dem Community Patch 1.75 plus dem Update 2, der Content Mod 3.1, Konsequenz Mod 2.02, die ich eigentlich kaum genutzt habe, aber hey, ich habe mich da immer durchgeschlichen. Ciancali. Aha. Und dem Questpaket 4.2 natürlich. Jetzt kommen die Credits. Ja, meine Meinung zu dem Spiel. Also, fahren wir mit Gothic 3 ohne Updates und an sich alles erstmal an. Wir kennen die Bugs. Wir kennen Gothic 3.
Für mich ist es spielbar, sag ich so. Ich sag so, für mich ist es spielbar. Ich mag eigentlich das Kampfsystem. Obwohl es sehr einfach gehalten ist, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber an sich mag ich das Kampfsystem. Ich mag vor allem die Zauber. Da bin ich ein großer Fan von den Zaubern, dass die individuell gehalten wurden. Mit dem alten Wissen und sowas. Ja, kann sein, dass das die Schriftart ist. Kann aber auch die Gothic 3 Schriftart sein. Ja, Grafik finde ich immer noch sehr, sehr schön. Finde ich sehr schön. Oh, der gute Tricky hat auch daran getestet. Aha. Grafik sehr schön, Musik, Soundtracks, bitte. Hört euch das an. Hört euch das an. Wir haben im Stream schon darüber gesprochen. Gothic 3 hat einfach so einen geilen Soundtrack. Das trägt so unheimlich zur Atmosphäre bei. Einfach so unheimlich. Das ist krass. Dafür liebe ich Gothic. Wirklich. Ist so schön anzuhören. Bochner Symphonieorchester. Danke. 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 Danke, Kai Rosenkranz. Danke für diesen tollen Soundtrack. So, und jetzt kommt nämlich mein Lieblingssoundtrack aus allen Teilen. Ups, voll gegen das Mikro hauen. Auf YouTube habe ich eine Top-Liste meiner Lieblingssoundtracks. Dieser Soundtrack ist auf Platz 1 und der ist immer noch auf Platz 1 und bleibt da auch. Vista Point Reprise. Story, ja, wir kennen die Story von Gothic 3. Es ist nett mit dem Rufsystem, aber es gibt halt keinen roten Faden. Es gibt halt 5 Artefakte Adanos. Und so wie ich das jetzt gespielt habe, so kann man die Story wirklich entwickeln. So kann man eine Näherung einer Story herausfinden. Also wirklich direkt zu Xardas rennen, dann erst die Artefakte suchen, mit den Leuten sprechen, dann erst die Umgebungsquest zu machen. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Oh, Gänsehaut. Ich liebe es. Musik. Composer und Heat of Production. Kai Rosenkranz. Oh, ich hab Gänsehaut, ey. Ich liebe diesen Soundtrack. Danke dafür. Ja, wie gesagt, Story. Wenn man wirklich so erst die Hauptstory macht und dann alles drumherum über die Artefakte sucht und Informationen sammelt und so. Erst Informationen über Xardas sammeln, dann zu Xardas hin, dann Informationen über 5 Artefakte sammeln. Langsam suchen und alles drumherum machen, so wie ich halt diesen Spielstand gemacht habe. Dann kann man annähernd eine Story sehen und einen roten Faden. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da freue ich mich auf den CSP.
Ja, wie gesagt, Kampfsystem hat Macken. Zauber finde ich gut. Schwertkampf finde ich nicht so toll. Bogen ist auch sehr gut. Kann man wirklich gut machen. KI ist halt doof. Künstliche Intelligenz, ja, ist halt doof. KI ist doof, ist immer so. Du weißt, dass Kairo hier einen Channel auf Twitch hat. Kannst ihm ja mal persönlich Dank sagen. Das habe ich schon auf YouTube getan. Ich habe dem schon persönlich gedankt. Hat er auch gelesen. Aber Twitch-Kanal wusste ich nicht. Ja. Gothic ist echt ein so schönes Spiel. Ich liebe es. Wirklich. Und Gothic 3 ist wirklich ein Teil, den ich sehr, sehr oft gespielt habe. Einfach. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Die Atmosphäre, die Welt. Die offene Welt. Sie ist einfach so glaubwürdig. Sie ist wirklich glaubwürdig gestaltet. Sie packt einen immer. Du möchtest aus dieser Welt nicht... Also ich möchte aus dieser Welt nicht raus. Weil sie für mich so wirklich atmosphärisch ist. Und Soundtracks, alles Mögliche. Die Leute, die Sprüche. Ich komme aus dem Rheinland. Direkt neben dem Ruhrpott. Ruhrpott ist von mir 20 Minuten. Das Studio ist von mir... Ja, wenn ich mit dem Auto Gas gebe, ist wirklich 20 Minuten entfernt. Dann bin ich im Ruhrpott-Gebiet. Ich sag mal, in einer Dreiviertelstunde bin ich im Hause Piranha Bytes. Und deswegen, die Sprüche, die sind für mich halt heimisch. Ich komme damit super klar, mit diesen Sprüchen. Ja, Monster-Design zu den alten Teilen verglichen, schlecht. Da hat die Content-Mod halt sein Übriges getan. Ja, Synchronsprecher, geil. Einfach nur geil. Ich rede jetzt nur von normalen Gothic, ne? Sehr gut. Monster. Kampfverhalten von Monstern? Kann man dran arbeiten. Aber auch die Geschichte, die erzählt wird, wenn man das genau hinterliest, also genau hinterfragt und liest, sehr gut, sehr gut. So, kommen wir zum Questpaket. Ja, es sind nette Quests, einige nette dabei, einige, da fragst du dich, muss das sein? Wie zum Beispiel die lange Wartezeiten von Dagoth, 14 Tage? Ich hätte es vielleicht auf 3 und 7 gemacht. Und nicht auf 7 und 14. Also das ist Schwachsinn. Tut mir leid, aber das ist wirklich so. Ja, die Synchronsprecher, es sind halt Laien. Manche haben ihre Arbeit gut gemacht, muss ich sogar sagen. Andere, ja. Aber was will man erwarten für die Verhältnisse? Wann war das? 2006, 2007 oder sowas? Aber an sich... schon ganz gut. Und ich glaube, die haben das auch mit diesem Rufsystem da eingeführt, ne? Also diesem System von den Rüstungen, genau, dass die dich dann angreifen und sowas, das haben die sehr gut gemacht. Content Mod liefert jede Menge Rüstungen, Zettel, Briefe, auch schon sehr schön. Bringt halt auch alten Stuff aus Gothic 2 zurück. Sehr schön. Konsequenzmod finde ich nett, ja. Aber für Gothic 3 passt es einfach nicht. Es passt einfach nicht in das Gothic 3 Schema, weil du musst so viel... Meine Ohren. So. Du musst halt so viele Missionen machen und wenn die Leute dann sauer auf dich sind und du das nicht mehr machen kannst, weil du entscheidest dich ja für eine Fraktion und du musst aber auch in den anderen
Fraktion Quests erledigen, um in dieser Fraktion, wo du eigentlich spielst, weiterzukommen, musst du halt Missionen machen. Beste Beispiel war bei mir mit Geldern. Ich will Druide werden, muss halt Missionen in Geldern machen. Und dann, weil ich für die Druiden vorher gearbeitet habe, sind die dann sauer auf mich und ich kann da nicht weitermachen. Es sind halt einige Plotstopper in der... also Plotstopper nicht in der Story, sondern in dem Strang, den du dir da aussuchst. Also in den Charakter, den du da wirst. Wenn du sagst, mir ist alles scheißegal, ich metze alles nieder, dann ist es eh egal. Oder wenn du wirklich jede Erfahrung haben willst und am Ende wirklich alles niedermetzelst, dann ja. Aber ich finde, es passt nicht in so ein Gothic 3 Schema. Es hätte viel mehr in so ein Gothic 2 Schema gepasst. Weil wenn du Söldner bist, zum Beispiel, dass manche Milizen auf dich sauer sind oder sowas. Nicht, dass die euch Quests verbauen, aber die gewisse Reaktion, die wäre sehr gut gewesen. Ja, und das war soweit meine Kritik zu Gothic 3. Ich finde es immer noch ein sehr schönes Spiel. Und ja, jetzt habt ihr Black Screen. Und ich fange jetzt gleich mit dem zweiten Spiel an. Ich hoffe, Gothic 3 hat euch gefallen. Das war Gothic 3 mit der Content Mod 3.1. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen und sage dann bis gleich, bis zum nächsten Spiel. Ich beende ganz kurz den Stream, gehe auf die Toilette, weil ich muss dringend. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bleibt dran. Bis gleich.